Dann dürfen wir mal wieder Wischeli fahren. Ach, jetzt habe ich schon unseren vergessen. Ich will fahren. Mein Wäschelift, der fährt 210. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ja, genau. Wunderschön. Na. Okay, dann gehen wir wieder. Und los geht's. Im Fahrstuhllift, da fährt ein schwarzhaariges Mädchen. Sie hängt allein und sie scheint einen Hasen dabei zu haben. Lal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 a. Entschuldigung. Zu viel überschüssige Energie, würde ich sagen. Na los, runter hier. Runter. So, gut, dann gehen wir wieder hier hoch. Dippeti-dapp, dippeti-dapp. Und dann gehen wir wieder raus. Dippeti-dapp, dippeti-tapp. Was haben wir hier? Tür. Können wir hier... Achso, wir müssen ja erstmal runter. Irgendwas müssen wir hier doch machen können. Ist die auf? Ist die zu? Das weiß keiner, ne? Okay, gehen wir wieder raus. Ach, hier ging's ja... Zu diesem... Ja, Buddellochmann. Tralala. Naja. Was ist denn hier? Mann, ich will... Ach, hier muss man doch irgendwo reinkommen. Los, jetzt hier, geh da rein. Komm schon! Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Aber wir müssen da irgendwie anders rankommen, Mann. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Na, komm, stell dich nicht so an. Los jetzt, komm hier. Dann nimm das hier. Nee, damit bekomme ich höchstens Autotüren auf. Ja, warum denn nicht? Komm, knack mal ein Auto. Komm, dann nimm die Schere. Verflucht! Harvey! Hatte ich nicht auch die Fähigkeit, Schlösser mit Zickzackscheren zu knacken? Vielleicht im zweiten Teil. Mann, du. Hier war... Genau. Hier, komm. Oh. Können wir das auch mitnehmen? Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Ja, unfassbar. Und was machen wir jetzt damit? Asbestbeschichtete Topflappen. Asbest. Hilft uns das irgendwie? Nö. Natürlich nicht. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Achso, ja, hier kommen wir ja nur. Nee, okay. Tschüss. Ich bin gerade echt überfragt. Gehen wir mal da lang. Tralala. Achso, hier kommen wir wieder da raus. Na los. Also irgendwie, vielleicht kann man ja, ich habe da jetzt eine ganz blöde Idee, ich weiß nicht genau, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Noch eins höher. Los. So, dann gehen wir hier rein. Und dann möchte ich das mal probieren. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. So heiß ist er nun auch wieder nicht. Na toll. Hätte ja klappen können.
So heiß ist er nun auch wieder nicht. Och, Menno! Das sieht kompliziert aus. Wir brauchen den blöden Schlüssel. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde sagen... Nee, wir müssen doch irgendwie... Irgendwie muss das doch gehen. Naja, gut, okay, komm, machen wir das anders. Ich würde sagen, ich lunze mal wieder. Oh, ich finde das nervig, das zu lunzen. Also, es tut mir wirklich leid für die, die... Ich sag ja eigentlich immer, normalerweise ist es ist pfuschen. Es ist einfach pfuschen und es ist einfach... Ich persönlich finde das doof, aber ich kann ja jetzt nicht 8 Stunden hier rumrennen. Ich finde das selbst furchtbar. Oh, das widerspricht meiner eigentlichen Idee. Oh. Weil ich ja immer sage, ja, das ist, macht man nicht und das ist scheiße und so. Aber ich mach's selbst. Es tut mir wirklich leid, dass ich das tun muss, aber ich kann hier nicht 8 Stunden rumrennen und ich muss einfach gucken, damit wir das irgendwie vorantreiben können. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir sehen uns auf jeden Fall, ja, in der nächsten Folge oder in der gleich oder wie auch immer. Ihr wisst ja, tut mir leid. In diesem Sinne, gehabt euch alle wohl. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu Edna bricht aus. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen lunzen werde, wie es jetzt hier weitergeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem Schlüssel lagen wir an sich ja schon nicht ganz so falsch. Nur mussten wir an einer anderen Stelle suchen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wäre ich jetzt auch nie drauf gekommen. Aber... ich weiß zumindest, in welchen Raum wir gehen müssen, um an einen Schlüssel zu kommen. Und zwar hier. Gehen wir hier rein. Und hier soll jetzt irgendwo ein Schlüssel sein. Ich weiß halt nur nicht genau, wo. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Irgendwo soll hier ein Schlüssel sein. Aber naja, schauen wir uns mal ein bisschen... Kann ja nur irgendwo hier sein. Schauen wir uns mal... Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ja, das wissen wir auch nicht. Benutzen, nehmen, also irgendwie... Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Ja, das können wir auch gar nicht bezahlen. Achso, ich wollte gerade sagen, da liegt eine Bürste, beziehungsweise ein Kamm oder sowas. Vielleicht können wir den Stuhl wegschieben und dann... Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Genau. Was ist denn hier? Hat er vielleicht, können wir den nicht irgendwie, Also hier soll irgendwo ein Schlüssel sein. Das habe ich gelesen. Aber wo? Können wir vielleicht hier nochmal gegenhauen? Mal schauen. Vielleicht klappt das ja. Wer weiß es. Der Stuhl vielleicht. Das ist mal ein massiver Stuhl. Ja, Artikel. Vielleicht hier? Anklicken kann ich den ansehen. Auch nicht. Ja, das hat mir jetzt echt geholfen.
Mörder gefasst. Ach, warte mal. Ich habe jetzt gar nicht auf den Artikel geachtet. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige... Was? Mathis Konrad, das sieht doch aus wie der Herr Mantel, oder? Stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Name zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartete ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterließ seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. was? Wie heißt er? Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt über. Also doch, lagen wir doch nicht ganz so falsch. Ich habe mir doch sowas gedacht, dass wir vielleicht die Tochter von diesem Mörder sind und irgendwas. Ja, in unseren Erinnerungen haben, was mit diesem Mord zu tun hat. Vielleicht hat er ja gar keinen umgebracht. Das ist, finde ich gerade sehr, sehr interessant. Das bestätigt doch irgendwo ein bisschen unsere Vermutung, beziehungsweise meine Vermutung, dass Edna irgendetwas weiß. Vielleicht ist der eigentliche Mörder gar nicht so weit weg. Das fand ich jetzt doch recht interessant. Aber wir müssen uns immer noch um diesen blöden Schlüssel kümmern. Das gibt's doch gar nicht. Wie kommen wir denn in die Schublade? Ist da vielleicht irgendwas drin? Zu. Das macht mich rasend. Können wir das vielleicht irgendwo hier... Ja. Damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Na, geht doch. Okay, ansehen. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Und jetzt haben wir den Schlüssel, den wir wahrscheinlich brauchten. Auf jeden Fall haben wir einen Schlüssel. So. Was haben wir hier? Alter Schlüssel, genau. Vielleicht kommen wir jetzt irgendwo rein oder können irgendwas aufschließen. Dich lassen wir dann noch drin, mein lieber Freund. Denn wir können dich gerade nicht gebrauchen. Wir haben andere Ziele. Und dafür brauchen wir dich nicht. Ja. Aber dieser Zeitungsartikel war wirklich, wirklich interessant. Können wir das hier aufschließen? Probieren wir es doch direkt mal. Der passt hier nicht. Okay, dann hier. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Gut, dann gehen wir da rein. Los geht's. Was ist das denn hier? Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ach du Liebe, das ist gruselig. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Ja. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Was an sich ja auch nicht schlimm ist. Das ist gruselig hier. Was ist das? Soll das ein Altar sein? Wer ist denn das? Das ist doch dieser... Ist das Alfred? Putzi, Hausaufgabenbuch. Murmelglas. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Ja, dann nimm sie dir. Los, komm hier. Können wir die nehmen? Nimm sie dir. Sicherheitsglas. Na toll. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Alles klar, okay. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen.
Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Okay. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Am Rand habe ich geübt, die Unterschrift meines Vaters zu kopieren. Irgendetwas weiß Harvey darüber. Okay, was haben wir denn hier für Bilder? Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Wie nett. Alfred war schon als Baby hässlich. Toll. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh Mann, Alfred, du bist so ein Vollhonko. Vollhonko, okay. Was haben wir hier? Was? Eine Urne? Okay. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und eingedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Oh, wie nett. Sehr, sehr nett. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Im Übrigen haben sich gerade die Augen Edna. Bewegt. Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Zahnbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Ja, dass sich hier die ganze Zeit die Augen bewegen, fällt den beiden überhaupt nicht auf. Krank. Ja, das würde ich auch sagen. Warum sind hier die Milchzähne? Und warum musste Alfred sterben? Das ist, was ist denn da? Also das ist alles etwas sehr, sehr mysteriös. Ein Kissen. Ja. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte. Ja, also das ist echt, echt krank. Das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich krank hier, das Ganze. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also irgendwie. Es wird echt mysteriös und ich würde gerne wissen, was Dr. Marcel wirklich verbirgt. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Edna? Ja, das hatten wir ja alles schon. Kann man das nicht wegmachen irgendwie? Ja, das wissen wir ja schon. Das wissen wir. Ich weiß. Ja. Dr. Marcel. Ja, ich weiß. Sieh dich um. So. Entschuldigung. Also irgendwie, können wir hier irgendwas nehmen? Können wir das nicht hier rausnehmen? Mist. Sicherheitsglas. Ach komm, wir können doch hier irgendwas kaputt kloppen, oder? Komm hier. Wo willst du hin? Hier!